Dann darf ich Sie in diesem Sinne herzlich willkommen zurück aus den Sessions heißen. Ich hoffe, Sie haben spannende Einblicke gehabt in die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die es für jeden von uns gibt, mit dem eigenen Geld Wirtschaft nachhaltig zu gestalten und diese auch langfristig zu verändern. Mein Name ist Bettina Jaksch-Fasthuber, ich bin vom Umweltcenter der Raiffeisenbank Gunskirchen und darf Sie nun durch den letzten Teil unseres gemeinsamen Abends heute durchbegleiten. Die Diskussionsrunde. Ich hoffe, Sie haben sich auch schon ein paar Fragen überlegt. Unser Keynote-Speaker, der Herr Horx, und alle Referenten aus den Sessions, ich hoffe, dass Sie alle wieder da sind, stehen nun für Ihre Fragen in einer kurzen Diskussionsrunde zur Verfügung. Wir haben ja jetzt schon viel erfahren heute, aber ich hoffe, es ist noch einiges da, was Sie noch interessiert. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, je nachdem, wie viele Fragen über den Chat hereinkommen, bitte ich um Verständnis, dass wir wahrscheinlich nicht alle beantworten können. Aber wir werden schauen, dass wir die spannendsten heraussuchen und so viele wie möglich natürlich durchbringen. Ja, in diesem Sinne würde ich noch eines dazu sagen. Ich werde immer im Chat ein bisschen mitlesen und währenddessen auch die Diskussion ein bisschen begleiten. Also sollte es deshalb zu einer kurzen Verzögerung kommen, bitte ich um Verständnis. Ja, und damit sind wir schon mittendrin. Los geht's. Ich bitte um Ihre Fragen. Und damit wir auch keine Zeit ungenutzt verstreichen lassen, habe ich schon im Vorfeld eine Frage an unseren Keynote-Speaker, den Herrn Horx. Die Corona-Pandemie hat uns fest im Griff. Die Wirtschaft steckt in der Krise. Welche Maßnahmen können denn wir jetzt konkret setzen, um diese Krise auch als Chance zu nutzen, um unsere Wirtschaft auch nachhaltig zu verändern? Was müssen die Staaten und unsere Politiker jetzt in die Hand nehmen und in Angriff nehmen? Also das ist eine Frage an Politiker, oder? Also ich bin ja nicht... Das ist richtig, aber Sie sagen, Forscher, Sie können das sicher auch gut einschätzen und haben sicher eine Meinung dazu, die uns alle brennend interessiert. Nein, ich glaube, das, so kann man das auch, so betrachte ich das auch nicht. Und ich finde, das ist auch so eine Art und Weise, die immer auch so ein Stück weit das Gesichtsfeld verengt. Es ist eben das, was wir sind momentan noch sehr konzentriert auf diese Pandemie. Aber die Pandemie macht natürlich eine Resonanz in der Gesellschaft. Und diese Kraft, diese Kräfte, die kann man sammeln, die kann man auch lenken. Und ich sehe eben, dass da tatsächlich in allen Bereichen der Gesellschaft, das geht ja nicht nur von der Politik aus, auch in der Wirtschaft, die Nachhaltigkeitsfrage ganz neu bewertet wird. Und das hat eben etwas damit zu tun, dass uns die Corona-Krise in so eine existenzielle Situation gebracht hat, dass wir tatsächlich auch unser Naturverhältnis überprüfen und dass auch die ganz viele Menschen erfahren haben, dass es nicht immer geradeaus weitergehen muss. Und das ist ein Impuls, der das, was ja in der österreichischen Politik schon seit vielen Jahren auch Programm ist. Die Österreicher sind ja Teil des Klimaabkommens. Da entsteht eine neue Resonanz, ja. Und das jetzt ins Detail, ins Politische zu übersetzen, das finde ich, ist weder unser Job noch unsere Aufgabe. Also ich finde, man kann jetzt irgendwie Blödsinn erzählen, ja. Also steuerliche Begünstigungen von grünen Investments, bla, ja. Das ist aber gleichzeitig ist es eben, diese ganzen Baustellen kennen wir alle. Also wir denken an die Landwirtschaft. Ja, die Landwirtschaft ist in Österreich eben sehr gut kleinräumig organisiert. Durch die Alpenstrukturen ist da auch noch vieles heil geblieben. Das hat ein großes Element. Aber was wird mit der ganzen Mobilitätswende? Was wird mit den Fragen von, als Hausbauer habe ich dann natürlich dann wieder so eine Lobbyposition. Ja? Also ich finde, dass die Subventionen jetzt auch gut angelaufen sind. Aber das ist natürlich eine Frage ist, wie man dann die Gesetzgebung macht. Österreich könnte zum Beispiel sehr massiv auf eine CO2-Bepreisung, die wir dringend brauchen, und zwar eine konsequente, mit hinweisen. Aber ich habe ja das Gefühl, hier sitzt eine Partei mit am Regierungstisch, die schon dafür sorgen wird, oder? Also wir haben ja eine gewisse Koalition, nicht? Das ist ja, insofern glaube ich, das ist alles in guten Händen. Worum es mir eben geht, ist eine andere Frage. Das ist, wie wir das kodieren. Das habe ich ja erzählt. Mhm. Ich glaube, dass es nicht reicht. Es ist zwar richtig, dass Verzicht auch etwas Positives sein kann, wie einer der Teilnehmer nochmal gefragt hat. Das habe ich ja auch dargestellt. In der Corona-Krise ist das gewesen. Aber wir brauchen auch eine Verbindung von dieser Innovationskraft, die auch die österreichischen Unternehmen haben. Da brauchen wir vielleicht neue
Strukturen für Innovationszentren, ja, für Innovationszentren für blaue Technologien. Mhm. Das da ist passt gleich alles die... zu langweilig, ne? Das, na, da passt gleich die nächste Frage dazu. Das auch besprochen und ich glaube, das ist ja auch in den Medien so, dass diese Debatte weitergeht. Da passt gleich perfekt die nächste Frage dazu, Herr Wachs. Wo sehen Sie in Österreich die gesellschaftlich größten Hindernisse für nachhaltige Ökonomie? Ja, so in der Trägheit der Leute, ne? Aber ja, auch das, ich finde, wir sollten nicht über Hindernisse reden, weil da fräst man sich immer fest, sondern es geht ja eigentlich darum, weil welche Ziele setzt sich so eine Gesellschaft für die nächsten 10 Jahre? Wir haben ein wunderbar ausgebautes Eisenbahnnetz in Österreich, das ich, also im Vergleich zum Deutschen wirklich, also ist ja auch ein bisschen leichter, das Land ist nicht so groß, ja. Aber schauen wir mal, wie die Schweizer das da gemacht haben. Mhm. Also man könnte jetzt in all diese Sachen reingehen. Ich sehe da im Prinzip keine Hindernisse, außer denen, die wir uns im Kopf immer machen. Und das, also das größte Hindernis in Österreich bei grundsätzlich allem, aber das gilt auch für Deutschland, ist das Gejammer. Das ist, oder? Dass es Hindernisse gibt. Da sind wir Österreicher wirklich groß, da haben Sie recht, Herr Wachs. Dann haben wir gleich noch die nächste Frage. Moment mal. Frage noch zu Ihrem Vortrag, passend zur Schlussfolie. Da geht es ja um richtig große Schritte. Braucht es denn jetzt überhaupt noch all die unzähligen kleinen Initiativen, die versuchen, das System von unten zu ändern? Oder wird die große Veränderung ohnehin nur durch den Goodwill von Impact-Investoren etc. kommen? Ja, beides. Das greift ja ineinander. Also die Initiativen müssen ja was anschieben. Aber sie brauchen natürlich eine Kapital. Irgendwann braucht man dann auch das Kapital, um, was weiß ich, eine Infrastruktur für, und sie brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, indem sie zum Beispiel sagen, also die Franzosen haben zum Beispiel ein wunderbares Gesetz in der Region Paris eingerufen, haben gesagt, jedes neue Flachdach, was gebaut wird im industriellen Bereich, es gibt ja unendlich viele Hallen, Funktionsgebäude, das muss zur Hälfte solarisiert oder begrünt werden, ja. Mhm. Allein durch sowas haben sie eine unfassbare Hebelwirkung. Ne? Aber es wird natürlich auf Dauer nicht ausreichen, dass man das Burgenland mit großen Windmühlen zupflastert. Die Ausgangslage ist ja wunderbar, weil Österreich hat einen hohen Anteil an Wasserkraft. Aber wir brauchen natürlich eine Initiative, das Haus als Kraftwerk. Also ich baue mein Haus im nächsten Jahr versuche ich es in einen Plusbereich zu bringen, also mehr Energie zu erzeugen, als wir verbrauchen. Und einschließlich der Elektroautos, das ist nicht ganz ohne, ja. Aber dafür brauchen Sie natürlich eine Netzwerkstruktur. Und solange Sie Energieanbieter haben, die eher eine Versorgungsideologie haben, dann ist das schwierig. Sondern Sie brauchen dann eben intelligente Systeme, in denen ganz viele Stromproduzenten einzahlen können. Also so eine Initiative, die 2 Millionen Dächer-Initiative oder sowas, das wäre natürlich klasse, ne? Also so, in diese Richtung gehen. Und da sind die kleinen Initiativen ja unendlich wertvoll, weil die machen ja die Saatkörner und die machen erstmal das Gewächshaus, ja. Die Ernte muss dann wahrscheinlich irgendwie, da müssen auch größere Dimensionen dann drin sein. Das ist einfach so. Sehr gut. Ich kriege auf unterschiedlichsten Kanälen gerade die Frage herein. Also ich bitte ganz kurz um Verzeihung. Ich muss jetzt nur noch schnell nachschauen. Danke, Herr Wachs. Es waren spannende Antworten auf die Fragen. Einen kurzen Nachsatz gibt es noch, der schon sehr spannend ist, gerade jetzt in Österreich, wo so viel passiert. Welche Rollen spielen Ihrer Ansicht nach dabei die Medien? Was haben die für eine Rolle? Ja, das ist natürlich ein, also ich bin ja selber auch Journalist, ich komme aus dem Hamburger Zeitumfeld, also die Zeit, da war ich Redakteur, vor 30 Jahren ist das her, bin selber ja auch Publizist und habe viel mit den Medien zu tun. Und die Medien haben sich natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr stark in einen Aufmerksamkeitskampf begeben, ja, also wenn sie sich, es geht eigentlich immer um das Schrille und das Übertriebene und das Grenzwertige, weil durch die riesige Konkurrenz zum Internet ist natürlich die menschliche Aufmerksamkeit sehr begrenzt. Und
Da gibt es eben gegen diese, das hat auch schwere Nebenwirkungen, nämlich auch, dass das Negative so überwältigend dargestellt ist, dass alle Leute eigentlich an den Weltuntergang glauben. Und wenn alle Leute daran glauben, dann geht die Welt auch unter. Aber es gibt auch gerade in Sachen Ökologie unfassbar viele positive Möglichkeiten. Ich könnte Ihnen ganze Riesenfässer aufmachen, interessiert nur keinen. Mhm. Ja, und das Negative deprimiert uns aber auf Dauer. Und das Überkritische auch. Und da gibt es eben einen neuen Ansatz, den konstruktiven Journalismus. Da gibt es praktisch in allen Ländern Europas jetzt auch Initiativen dazu aus dem Journalismus raus, dass man mal einen Journalismus macht, der auch das Positive darstellt, der auch eine Art von Erotik des Positiven entwickelt. Ja, bei uns ist ja immer nur das Verbrechen erotisch. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Hinderungsgrund für alle Wandlungsdebatten, dass die Wandlung, deshalb bin ich ja auch so immer so ein bisschen vorsichtig zu sagen, wo ist das größte Hindernis, weil das ist schon wieder negativ gedacht. Und das mediale System müssen wir, glaube ich, massiv überarbeiten. Das mediale System macht uns alle wahnsinnig und depressiv. Und die Debatten, die da oft geführt werden, sind eben sehr, sehr unkonstruktiv. Also es gibt aber inzwischen, muss man auch sagen, eine Gegenbewegung dagegen. Also ich kenne viele Journalisten, die das auch satt haben. Ja, diesen Sensationismus, dieses ewige Negativieren und so. Und da ist ja auch die Corona-Krise ein bisschen heilsam, weil irgendwie das Vernadern und das Klagen und das Jammern nützt natürlich in so einer Krise nichts mehr. Weil irgendwann muss man handeln. Und wenn man dann alles irgendwie nur niederkartätscht, dann kriegen wir alle massive Schwierigkeiten. Nicht? Also das ist die Corona-Krise ist auch so ein bisschen so, wenn einem die Realität ins Haus steht, dann wird man automatisch konstruktiv, ja, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig. Ne? Und deshalb würde ich immer fragen, lasst uns in Lösungen denken, ja? Lasst uns in die Lösung hineindenken, uns in sie hineinfühlen, lasst uns selbst zur Zukunft werden mit unseren Handlungen. Aber ich glaube eben, dass es wichtig ist, dass wir das nicht tun als Bettler und Büßer, sondern mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Ja? Man kann unheimlich auch in seinem individuellen Verhalten Dinge tun, die nicht nur Verzicht sind, sondern die das Bessere sind, ja. Also ich esse einfach inzwischen, ich bin ja Gärtner auch, ich esse inzwischen begeistert Gemüse. Aber ich glaube, dass es begrenzte Eigenschaften hat, nur jetzt die vielen österreichischen Fleischesser zu kritisieren, weil damit verändert man nichts. Ne? Das ist so meine Erfahrung. Ja? Das Gemüse muss einfach besser schmecken. Das ist der Punkt. Ja, vielen Dank, Herr Horx. Es war wirklich spannend, diese Fragen von Ihnen beantwortet zu bekommen. Nachdem es ja in den Sessions einige technische Probleme gegeben hat, ist jetzt der Wunsch herangetragen an mich, dass wir auch da diesbezüglich noch Fragen beantworten. Ich würde jetzt gern die anderen Referenten bitten, dass sie sich bereit machen. Ich komme jetzt mit den Fragen zu Ihnen und vielen herzlichen Dank, Herr Horx. Sollte noch eine spannende Frage kommen, dann melde ich mich noch bei Ihnen. Genau, dann haben wir jetzt eine Frage. Momental. Genau. Angesichts der Unzahl an Gütesiegeln und grün gewaschenen Fonds würde mich Ihre Empfehlung interessieren. Moment. Das ist ein bisschen schlecht dargestellt. Es tut mir leid. Ganz kurz noch. Genau. Wie man als Privatinvestor am besten tatsächlich nachhaltige Fonds wie den NAI findet, die nicht nur sustainable im Titel tragen. Ich glaube, das ist eine Frage an den Herrn Hauer oder auch an den Herrn Fink. Ist jemand von diesen beiden da, der diese Frage beantworten möchte? Ich bin da, Raphael, wenn es okay ist für dich, dann darf ich das österreichische Umweltzeichen hier gleich mal positiv hervorheben. Raphael, ja, Mr. Umweltzeichen in Österreich, also unsere Fonds haben auch das Umweltzeichen, es ist sicher mal ein sehr gutes Qualitätsmerkmal gibt, aber ja, viele andere Qualitätssiegel auch. Gerade die EU arbeitet ja gerade an einem EU-Eco-Label, das muss man sich dann genauer anschauen. Aber ich denke mal, mit dem Umweltzeichen sind sie schon einmal sehr gut aufgehoben, hier mal die nicht nachhaltigen von den nachhaltigen Fonds zu unterscheiden. Wenn es aber natürlich im Detail darum geht, ob dieser Fonds wie dieser NAI, dieser Naturaktienindex, ganz ein konzentrierter Umweltfonds ist oder ein sehr breiter Nachhaltigkeitsfonds. Da gibt es eine breite Palette, aber eben unser Umweltaktienfonds beispielsweise, der auch ähnlich eben in Umweltbereiche investiert, hat eben beispielsweise auch das Umweltzeichen. Und man muss sich trotzdem die Fonds einfach immer im Detail anschauen. Sehr gut. Herr Fink, haben Sie da noch was zu sagen dazu oder passt das Ihrer Meinung nach? Ja, auf? Vielleicht ganz kurz eine Ergänzung. Ich war nämlich tatsächlich abgelenkt, weil ich gerade einen Bericht über 2Degree Initiative gelesen habe, wo es genau um dieses Thema gegangen ist. Und die quasi sagen, naja, ein Label garantiert quasi nicht zum Beispiel auch
ein Alignment der Fonds mit den Klimazielen von Paris, erhöht aber sehr die Wahrscheinlichkeit. Und ich war gerade in deren Datenbank und zum Beispiel die Kepler-Fonds haben von denen tatsächlich ein E-Rating bekommen, also die sind zum Beispiel Paris-Aligned, sprich, worauf ich hinaus will, Gütesiegel geben Sicherheit, aber trotzdem ersparen sie den Konsumenten nicht, dass sie auch einen trotzdem genaueren Blick drauf werfen. Mhm. Ja, sehr gut. Ich schaue gerade, ob wir noch eine Frage haben. Der Herr Prohaska, unser Technikexperte, hätte noch eine Frage, die er gerne stellen möchte. Ist er da? Er ist da, ja. Und er schreibt gerade die Frage, aber es ist umfangreicher als erwartet. Okay. Darf ich sie einfach so kurz stellen? Bitte. Und zwar folgendes. Wir haben in Linz mit der Industrie einen riesengroßen Stromverbraucher, der in Zukunft, wenn beispielsweise die Stahlindustrie auf CO2-neutral wechseln möchte, noch viel mehr Strom braucht. Wir reden da von 30 Terawattstunden, also das ist doppelt so viel wie momentan. Also wenn man das ERG, das erneuerbaren Ausbaugesetz, jetzt hernimmt, dann wären das quasi, würde alles, was da in erneuerbaren Strom produziert wird, nur der Stahlindustrie zur Verfügung gestellt werden. Jetzt brauchen wir quasi riesige Investitionen, um ausreichende Mengen an erneuerbaren Strom zu produzieren. Und das eigentlich schon jetzt. Und momentan gibt es zwar Initiativen, Bürgerkraftwerke, da werden dann mal 3 Millionen, 5 Millionen, 15 Millionen aufgestellt. Aber eigentlich bräuchte man Investitionen in fast Milliardenhöhen, um das zu stemmen und vor allem in der Zeit zu stemmen, die notwendig ist. Und das wäre eine Frage an den Herrn Hauer. Und leider habe ich es nicht geschafft, in den Breakout Room reinzukommen, weil wir mit der Technik da die Probleme hatten. Aber gibt es schon Ansätze, solche groß angelegten Bürgerkraftwerksfonds für Oberösterreich in die Wege zu leiten, beziehungsweise wenn nicht, was bräuchte es dazu? Ich bin zwar aus Linz und Kepler-Fonds ist in Linz domiziliert, aber ich muss sagen, ich bin jetzt der falsche Adressat für diese Frage, weil wir bei Kepler-Fonds nur in börsennotierte Unternehmen, sprich in Aktienfonds, in Aktiengesellschaften in Form von eben Aktienfonds investieren oder auch in Anleihen. Solche Investments, das ist eine, sage ich mal, ein anderes Thema. Ich kann da jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Ich kann nur das sagen, unsere Mutter, die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, hat natürlich auch verschiedene andere Möglichkeiten zu investieren in Private Equity, andere Finanzierungsformen, auch von der Fremdkapitalseite, aber so Bürgerbeteiligungsmodelle in Form von einem Fonds oder so ist jetzt sicher aktuell nicht möglich, dass wir das anbieten und ist auch jetzt nicht in Planung. Muss ich sagen, ist nicht mein Thema. Vielleicht kann jemand anderer von den Breakout Rooms da was dazu sagen, mehr von der alternativen Finanzierungsseite her. Gibt es noch jemanden, der auf diese Frage noch gerne etwas sagen möchte? Vielleicht darf ich mich da kurz einbringen. Michael Drötzger, WB Windenergie AG. Wir sind ein Unternehmen, das erneuerbare Energie erzeugt auf Basis von Bürgerbeteiligung und haben mit beispielsweise über 4.000 Aktionären 150, 160 Millionen Euro Eigenkapital eingesammelt. Wir machen Anleihemissionen alle ein, zwei Jahre so im 15 bis 20 Millionen Euro Bereich. Und das Geld ist da, ja. Also wir haben heuer keine Emission und wir kriegen laufend Anfragen von Investoren, die sagen, hey Leute, wann gibt es denn die nächste Anleihe, die wir zeichnen können? Das heißt, es ist viel Geld da bei Leuten und ich glaube, dass das Geld nicht der limitierende Faktor ist beim Thema erneuerbare Energie in Österreich. Das heißt, wenn wir es schaffen, die Politik zu überzeugen, dass wir Standorte finden, wo wir die Anlagen aufstellen können, sei es Photovoltaik oder Wind, und Rahmenbedingungen sind, die einigermaßen passen, auch wirtschaftlich, dann ist die Finanzierung kein großes Thema, glaube ich. Ja. Und das wird über Unternehmen wie uns gehen, das wird auch über direkte Bürgerbeteiligung an den Kraftwerken gehen. Das heißt, dass man halt dann auch größere Kraftwerke baut und Direktinvestoren erlaubt, sich da zu beteiligen. Aber das wird auch über die klassischen Energieversorger gehen. Ja. Also die
die Wien Energie hat das in Wien gemacht mit Photovoltaik und anderen Dingen, auch die EVN. Gehe davon aus, dass die Energie AG das Gleiche tun würde, wenn jetzt die Föst sagt, ich brauche jetzt ein riesen Photovoltaikkraftwerk. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ich sehe das auch als super Chance, weil es eine Möglichkeit ist, auch die Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen. Ja, wenn ich sehe, dass ich an dem Kraftwerk beteiligt bin, dann sehe ich das mit ganz anderen Augen, als wenn ich das Gefühl habe, da baut jetzt jemand ein riesen Windrad oder eine Photovoltaikanlage hin. Ich muss mir die anschauen, der verdient das Geld und ich habe nichts davon. Ja, also da glaube ich, das funktioniert gut. Also meine Einschätzung ist, dass es nicht am Geld liegt, aber auch nicht an der Förderung am Ende des Tages, sondern wirklich, dass die Politik bereit ist. Und das ist einfach eine Diskussion, weil Windräder und Photovoltaikanlagen sieht man halt. Um das kommt man nicht herum. Ja. Aber dass wir bereit sind, einfach die Standorte zuzulassen. Das wäre eigentlich genau das, worauf ich hinaus möchte. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, okay, wir könnten einen Teil, natürlich nicht, also nur einen Bruchteil, nicht einmal 10% von dem Strom, den die Föstalpine brauchen würde, um erneuerbar zu werden, auf den Dächern von Linz erzeugen, dann wäre das, wenn sich die Linzerinnen oder Österreicherinnen an dem Thema beteiligen können, natürlich ein Schritt in die Richtung Bewusstseinsbildung. Man quasi sorgt einmal zu einem kleinen Schritt dafür, dass da was passieren kann. Und dann, wenn man dann sagt, okay, und jetzt braucht man tatsächlich Anlagen auf der Fläche, beispielsweise in Form von Agrophotovoltaik, dass man das dann schon in den Köpfen der Leute hat. Also danke auf jeden Fall für die Antwort. Würde mich freuen, wenn man über das Thema vielleicht noch diskutieren könnte. Danke. Ja. Wir werden es mitnehmen, Herr Prohaska. Vielen Dank. Auch danke an Herrn Tritschka für die Antwort. Jetzt habe ich noch eine Frage, die mir schon zweimal jetzt untergekommen ist, die ist noch an den Herrn Hauer gerichtet. Und dann würde ich noch eine abschließende Frage machen und dann würde ich sagen, sind wir fertig, weil wir eh mit der Zeit schon ein bisschen drüber sind. Also Herr Hauer, bisher wurden ja nur aktiv gemanagte Fonds erwähnt. Sind die vielen passiven Fonds wie SRI-ETFs vom Impact her nicht mindestens genauso gut? Eine eindeutige Antwort, wie sehr oft im Leben, kommt drauf an. Also nur weil etwas passiv ist, ist es jetzt nicht schlecht. Sprich, es kommt darauf an, welche Titel sind drinnen. Man muss sich auch die passiven Fonds sehr genau anschauen, welche Titel drinnen sind, welches Konzept angewendet wird. Insofern ja, gibt auch dort gute Produkte und gibt auch dort schlechte Produkte. Sehr gut, dann sage ich mal vielen Dank für diese Frage. Ich glaube, es gibt noch Informationsbedarf bei den einzelnen Teilnehmern. Ich denke mir, dass es aber sicher auch andere Möglichkeiten gibt, mit unseren Referenten in Verbindung zu treten. Gerne können wir Ihre Fragen auch noch weitergeben und in irgendeiner Form werden wir es beantwortet kriegen. Es tut mir leid, dass uns die Technik da heute ein bisschen verlassen hat. Aber ich hoffe, es war bis jetzt für Sie spannend. Und in diesem Sinne gebe ich noch jetzt das abschließende Wort, die Verabschiedung an den Herrn Norbert Reiner vom Klimabündnis. Ich sage danke für die spannende Diskussion. Und wie gesagt, es gibt sicher auch Möglichkeiten, dass man mit den Referenten in Kontakt tritt über diverse Kanäle. Wir sind für Sie da. Es war sehr schön, Sie bei uns zu haben. In diesem Sinne, Norbert, danke. Danke, Bettina, für die gute Moderation jetzt im zweiten Teil noch. Ja, ich möchte eigentlich abschließen mit dem sehr, sehr positiven Zugang vom Herrn Horx, der ja sehr, sehr hoffnungsfroh und hoffnungsvoll war und eben wirklich das Optimistische in den Vordergrund stellt. Ein bisschen korrigieren möchte ich vielleicht, dass ich keinen Widerspruch sehe zwischen grüner und blauer Ökologie. Also man darf, glaube ich, nicht blauäugige Technikhoffnungen haben. Und grün ist immer noch die Farbe der Hoffnung. Also insofern passen die Dinge ganz gut zusammen. Wo wir uns auf jeden Fall einig sind, ist, dass Klimaschutz mehr Lebensqualität bedeutet und auch sicher kein Verzicht ist. Also davon bin ich ganz, ganz schwer überzeugt. Das sagen wir unter anderem auch seit gut 12 Jahren mit der Wear Fair, die ja im März als WeFair auch in Wien zu sehen ist, wo wir gesagt haben, wir wollen zeigen, dass Klimaschutz sexy ist. Und das klingt uns, glaube ich, da sehr, sehr gut. Und so möchte ich auch abschließen. Ich möchte noch einen großen Dank aussprechen dem Team vom Umweltcenter um die Christina Proksch, wo wir wieder gut zusammengearbeitet haben, meinem Team im Klimabündnis mit der Anna Zollner und der
Conny Eichberger der Technik danken, aber anscheinend nicht alles ganz klaglos funktioniert hat, aber da, wo ich war, war es gut auf jeden Fall. Also Martin Hoffmann, vielen, vielen Dank. Und abschließend auch noch der Moderation jetzt, der Bettina Jaksch. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und ich freue mich auf, es ist der Wunsch gekommen nach einer Hybridveranstaltung. Also ich bin mir mal sicher, wir machen eine Veranstaltung, wo wir uns treffen werden und einen Teil davon schauen wir, dass wir ganz gut hybrid virtuell zusammenbringen. Und insofern, ja, investieren Sie Ihr Geld gut, weil es ist gutes Geld und man kann mit Geld viel Gutes tun. Danke und einen schönen Abend seitens des Klimabündnisses. Ich möchte mich da auch nochmal anschließen und mich bedanken im Namen des Umweltcenters. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Es freut mich wirklich. Ich hoffe, es war für jeden was Spannendes dabei. Wann noch Fragen aus technischen Gründen oder aus Zeitgründen offen geblieben sind, bitte kontaktieren Sie uns. Wir werden Kontaktdaten online stellen und werden Ihre Fragen beantworten. Es hat mich sehr gefreut und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und gemeinsam können wir was verändern. In diesem Sinne, bis bald, auf Wiederhören.